Wir werden hier in einem ganz einfachen Beispiel erkennen, dass der Modalwert der Median und der Durchschnitt zur Beschreibung einer statistischen Serie nicht ausreichen. Hier das Beispiel. Zwei Schülergruppen haben eine Arbeit geschrieben und folgende Resultate auf insgesamt 10 Punkte erhalten. In Gruppe 1 hat der erste Schüler 4 auf 10, der zweite auch, der dritte hat 5 auf 10, der vierte 6 auf 10 und der fünfte auch 6 auf 10. In dieser Gruppe hat der erste Schüler 1 auf 10, der zweite auch, der dritte hat 6 auf 10, der vierte 8 auf 10 und der fünfte 9 auf 10. Jetzt rechnen wir den Durchschnitt dieser Ergebnisse in beiden Gruppen und stellen fest, dieser Durchschnitt ist gleich zu diesem Durchschnitt, obwohl die Situationen nicht gleich sind. Analysieren wir diese Situationen zuerst in Gruppe 1. Das hier sind die Ergebnisse, die man erzielen konnte. Tragen wir jetzt ein, der Durchschnitt ist 5 und ein Schüler hat genau diesen Durchschnitt erhalten. Das heißt, bei der 5 selbst setzen wir eine Schleife. So. Der erste Schüler hat 4 von 10 Punkten erhalten und die Abweichung zum Durchschnitt ist nicht sehr weit. Der zweite Schüler hat auch 4, auch diese Abweichung ist klein. Der dritte Schüler hat die 5, das hatten wir schon eingetragen als Schleife. Der vierte hat 6 auf 10, das liegt dicht beim Durchschnitt. Und der letzte hat ebenfalls 6 auf 10. So erhalten wir dieses Streuungsdiagramm. Jetzt schauen wir in der zweiten Gruppe. Der Durchschnitt ist hier ebenfalls 5. Der erste Schüler hat 1 auf 10 und diese 1 ist doch weit von, ich muss den Stift nehmen, diese 1 ist doch weit von der 5 entfernt. Der zweite Schüler hat auch 1 erhalten, ist genauso weit entfernt. Der dritte Schüler hat 6 auf 10. So. Der vierte Schüler hat 8 auf 10. So. Und der fünfte Schüler hat 9 auf 10. So. Die zwei Streuungsdiagramme sehen ganz verschieden aus. Obwohl der Durchschnitt derselbe ist, ist die Situation absolut nicht dieselbe. Der Durchschnitt ist zwar in beiden Fällen gleich zu 5, die Verteilung der einzelnen Ergebnisse sind jedoch sehr verschieden. In Gruppe 1 liegen alle Werte dicht bei 5, in Gruppe 2 liegen die meisten Werte weiter von 5 entfernt. Die Situationen sind beim selben Durchschnitt nicht gleich. In dieser Situation hier sehen wir, dass der Durchschnitt nicht gut ist, dass aber die meisten Schüler ein Ergebnis erhalten haben, das ganz dicht bei diesem schlechten Durchschnitt liegt. Hier sollte der Lehrer sich vielleicht in Frage stellen, habe ich schlecht erklärt oder waren die Fragen zu schwer? Wogegen in dieser Situation sehen wir deutlich, der Test war machbar. Zwei Schüler, das ist hier fast die Hälfte der Klasse, haben diesen Test sehr gut gemacht. Einer hat ihn gut gemacht. Aber hier sind zwei Schüler, die haben ihn sehr schlecht gemacht, was also bedeutet, hier sollten sich diese zwei Lümmel in Frage stellen und ihre Abfragen besser vorbereiten. Wir sehen also hier, dass Lageparameter zur Beschreibung einer statistischen Serie nicht ausreichen. Daher die Notwendigkeit von Streuungsparametern. In den vorigen Tutorials haben wir eine Studie gemacht über Anzahl Personen pro Haushalt in 24 Häusern. Diese Studie hat zu dieser gruppierten Tabelle geführt und der Durchschnitt liegt bei 3,5 Personen pro Haushalt. Wir werden jetzt mehrere Streuungsparameter definieren. Zuerst die Zahl R gleich zu Maximalmodalität, das heißt hier die 6, minus die Minimalmodalität, das heißt hier 1. Diese Differenz 6 minus 1, also 5, ist die Spannweite dieser Tabelle. Die Zahlen Betrag von
erste Modalität minus Durchschnitt, die zweite, zweite Modalität minus Durchschnitt im Betrag, die dritte, Betrag von dritter Modalität minus Durchschnitt und so weiter. Diese Beträge der Differenzen nennt man die Abweichungen vom Durchschnitt. Und was macht man mit diesen Abweichungen? Man berechnet so die Varianz. Man nimmt die erste Abweichung zum Durchschnitt im Quadrat und multipliziert die mit der absoluten Häufigkeit der ersten Modalität, das heißt mit 2. Diese absolute Häufigkeit steht da. Wir machen dasselbe für die zweite Abweichung zum Durchschnitt. Die nehmen wir im Quadrat und multiplizieren dieses Quadrat mit der absoluten Häufigkeit 4 dieser zweiten Modalität. Nochmal für die dritte. Man nimmt die Abweichung zum Durchschnitt im Quadrat und multipliziert dieses Quadrat mit der absoluten Häufigkeit von dieser dritten Modalität, also 5. Und so weiter bis zur letzten. Man addiert dann diese Produkte und teilt die ganze Summe durch den Effektivbestand, hier 24. So erhält man ungefähr 1,7. Diese Zahl wird Varianz genannt. Und dann rechnet man noch die Quadratwurzel von dieser Varianz und diese Zahl nennt man die Standardabweichung dieser statistischen Studie. In den vorigen Tutorials sind wir im Hühnerstall gewesen und haben 30 Eier eingesammelt und diese gewogen. Das führte zu dieser gruppierten Tabelle mit dem Durchschnitt 55 Gramm. Auch hier werden wir Streuungsparameter definieren, und zwar die Zahl R gleich Maximalmodalität, hier 75, minus die Minimalmodalität, hier 45, das heißt die Zahl 30, das ist die Spannweite dieser Tabelle. Die Zahlen 45 minus Durchschnitt 55 im Betrag, dann 55 minus 55 im Betrag, 65 minus 55 im Betrag und 75 minus 55 im Betrag. Diese Zahlen nennt man die Abweichungen vom Durchschnitt. Die Zahl V, die so berechnet wird, nennt man die Varianz. Das so heißt, man nimmt die erste Abweichung zum Durchschnitt, davon das Quadrat, und multipliziert dieses Quadrat mit der absoluten Häufigkeit dieser ersten Modalität, also hier mit 10, steht da. Dasselbe machen wir für die zweite Abweichung. Diese Abweichung im Quadrat wird multipliziert mit der absoluten Häufigkeit von dieser Modalität. Das heißt hier 11. Und so macht man das weiter für die folgenden Klassen und teilt hinterher diese Summe durch 30. In unserem Hühnerstallbeispiel ergibt das 73,33. Diese Zahl wird Varianz genannt. Und von dieser Varianz rechnet man dann noch die Quadratwurzel. Die so erhaltene Zahl nennt man die Standardabweichung und diese wird mit Sigma bezeichnet. Um den Durchschnitt, die Varianz und die Standardabweichung zu bestimmen, kann man diese Tabelle erstellen. Man muss nicht, das ist aber auch praktisch. Hier in der ersten Spalte schreiben wir die verschiedenen Modalitäten, in der zweiten Spalte ihre absolute Häufigkeiten und darunter den Effektivbestand der Tabelle, das heißt die Summe dieser Werte. Hier schreiben wir die jeweiligen Produkte ni mal xi, also hier 10 mal 45 macht 450, 11 mal 55 macht 605 und so weiter. Hier schreiben wir alle Abweichungen zum Durchschnitt, das heißt hier diese 45 minus 55 im Betrag, das macht 10, 55 minus 55 im Betrag,
das macht 0. 65 minus 55 im Betrag macht 10. Und dasselbe hier, 75 minus 55 im Betrag, das macht 20. Diese Abweichungen schreibt man hier im Quadrat genommen. Und hier schreiben wir die jeweiligen Produkte dieser Quadrate mit den absoluten Häufigkeiten. Somit finden wir hier diese Zahlen und um die Varianz zu bestimmen, werden diese Zahlen alle addiert und diese Summe wird dann noch durch den Effektivbestand geteilt. So finden wir also hier die Varianz. Und von dieser Varianz rechnet man dann noch die Quadratwurzel, die hier als Sigma-Wert eingetragen wird. Die Varianz einer statistischen Serie wird also allgemein durch diese Formel definiert. Man rechnet zuerst alle Abweichungen vom Durchschnitt, davon jeweils das Quadrat, und dann multipliziert man diese Quadrate mit der jeweiligen absoluten Häufigkeit. Und diese Summe teilt man dann noch durch den Effektivbestand der statistischen Serie. Und von dieser Varianz rechnet man dann die Quadratwurzel und diese Quadratwurzel mit Sigma bezeichnet, heißt Standardabweichung dieser statistischen Serie.